Pizzaschneider fallen lassen. Sacre bleu. Sacre bleu. Sack, mein Cordon bleu. Sack mal bleu. Digga. Ey, es wird immer schlimmer. Ja, es wird nicht besser. Ich glaube, Sönke fehlt. Ja, irgendein Vernünftiger in der Gruppe. Ja. Oh, wie kriege ich denn das jetzt hingebacken? Man backt das nicht. Ich wollte gerade so einen Witz machen, aber ich habe mich zurückgehalten. Das Niveau wird immer schlimmer. Du kannst es mir gerne ins Gesicht sagen. Vielleicht werde ich auch nicht böse. Vielleicht. Aber höchstwahrscheinlich. Das weiß man ja nie, deswegen kannst du es ja ruhig ausprobieren. Nee. Nein! Wenn du vielleicht sagst, dann bist du auf jeden Fall ein bisschen böse. Das ist ja nur ein Filtergreifarm. Digga, das muss ein Stapelfiltergreifarm sein. Junge, das ist einfach nur noch ein blauer. So, jetzt aber. Oh Mann. Ja. Irgendwas ist hier nicht koscher. Lieferbar 0. Ich muss die abfangen, glaube ich, Alter. Das ist unglaublich. Was machen denn die Bärs? Werden die langsam gut produziert oder nicht? Welche? Grün fehlt. Ist ja nicht so viel Grün. Die sind voll, die sind voll, die sind voll. Also Grün ist gerade Mangelware. Blau stellt nicht komplett her. Blau fehlt. Die Kinder schreien gerade nach einem Elektriker. Ich bin mir unsicher. Ja, die Blauen brauchen Zahnräder. So wenig. Ja, Alter, ich hab's hinbekommen. Ui. Oh, ich piss mir in die Hose, weil ich so viel trinke. Wusstest du, dass es Klos gibt? Das ist deine Lösung. Weniger trinken. Oder ganz viel Papier in die Hose stopfen. Das geht auch, habe ich gehört. Lifehack. Könnt ihr euch in die Hose pissen, so viel ihr wollt. Einfach Papier in die Hosentaschen. Kennt ihr das? Ihr wolltet euch schon mal so richtig viel in die Hose scheißen? Aber ihr konntet es einfach nicht, weil die Hose voll ist, ne? Einmal pissen und die Hose ist voll. Jetzt ist die Lösung. Neue Windel 2000. Oh, er sagt auch noch Windel, das ist ja so unkreativ. Wie heißt das nochmal von, war das Weekend? Nee, das war Family Guy, dieser Wixi oder wie auch immer. So ein Tuch mit Armen und dann kannst du dir einen von der Palme wedeln. Family Guy. Kenn ich nicht. Also ich kenne Family Guy, aber ich kenne die Szene nicht. Also so von der Beschreibung her kommt mir gerade so Towly von South Park. Ja, mir kommt auch Towly im Sinn, aber nichts von ja, wir sind leider so dumm, Cedric, sorry. Bildungslücken. Tut mir leid. Oh, Family Guy ist aber auch an so vielen Stellen viel zu overhyped. Mama. Die Staffeln sind, also die Staffeln 4 bis 10 ungefähr sind meine Lieblingsstaffeln. Und dann ist, dann geht's irgendwie abwärts. Das Gefühl, da ist so oft einfach nur dieses ewig lang gezogenen Joke und so, boah, irgendwann kann ich es einfach nicht mehr sehen, das ist irgendwann so anstrengend. Ich mag das. Das ist halt eine Geschmackssache. Ja. Elektriker. Räumen sie mir da die Jokes meistens und viel zu Jingle. Sehr amerikanische Kultur exklusiv. Also ja, das kann auch einen auf so gehen. Irgendwelche, weißt du, irgendein Joke ist immer so, oh ja, das ist ja fast so wie, wenn der hier einen Namen einfügen von irgendeinem prominenten Amerika, der hier niemand schweigen kennt und so und so. Unsere Promi-Kultur ist auch ganz anders als deren. Echt mal, ich will mehr vom Wendler sehen. Ekel. Ja, wir haben sowas nicht. Also wir. Das würde in Deutschland nicht funktionieren, weil wir einfach so sind, wie wir sind. So. Wir haben halt kein Hollywood, aber. Ja. Aber du kriegst auch genügend Prominente in Deutschland, also eigentlich. Ja, aber das in so einen Comic einzuarbeiten, dann. Ja, aber ist ja auch englische Sprache, deswegen ist es auch mehr Publikum, kann erfolgreicher sein.
mit deutscher Sprache hat das wie viele Millionen Zuschauer hier potenziell? Noch aus. Ich weiß gar nicht, wie viele Deutsche es auf der Welt gibt. Ich sehe da jetzt trotzdem kein Problem. Ja. Es ist halt kleiner. Kommt da überhaupt was an? Nein. Oh. Das bringt gar nichts. Okay, dann mache ich jetzt eben per Hand. So. Dann lasse ich das. Um 18 Uhr bin ich dann auch gone. Dann könnt ihr lästern. Ja! Endlich. Ja! Können wir ja noch ein bisschen PUBG danach, oder? PUBG? Genau, Dima. Willst du dann auch ein bisschen PUBG dann? Ja, der PUBG, dann müsst ihr schon ein bisschen vorher machen. Also ist 18 Uhr fest, bist du raus, oder? Ungefähr. Habe jetzt meinen Schluss gefasst. Ja, das geht so nicht weiter mit euch. 18 Uhr ist Dead End. Deadline. Dead End wahrscheinlich auch. Ey, die bauen nichts. Wütend auf alles. Ja, aber die bauen nicht. Ich stehe in Blueprints. Ja, weil das aus der Base kommt. Ja, wieso kommt's aus der Base? Wenn du angefordert hast. Ja, aber die können auch mal hier nochmal reinlünken in meine Hose und die Kacke platzieren. Ja. Ja, das ist dann mit dem nächsten großen Update. Kommt das. Ist ohne Flux? Ja, ja. Das haben die in den Blog reingeschrieben, dass sie auch das verbessern. Das heißt, wenn du das jedes auf der effizientesten Route platziert, das heißt, es wird nicht mehr vom Arsch der Welt angefordert, sondern wenn du in der Nähe bist und du das auch könntest, dann werden auch zukünftige Rezepte erst von dir behandelt und danach aus der Base. Jetzt ist ja nur so, einmal wenn du sagst, ich will das gebaut haben, in dem Moment werden die Aufgaben verteilt und die bleiben verteilt. In Zukunft werden die dann auch umgeschrieben, falls es wirklich einen einfacheren Weg gibt. Okay. Die sind halt jetzt schon vergeben an die Base. Okay. Du könntest das als Blueprint nochmal speichern, alles nochmal abbauen und nochmal hinsetzen. Wenn du es schnell machst, könntest du Profit, aber ne, ist halt ein bisschen. Warte, was ist dann Profit daran? Dass das halt noch die Aufgaben neu vergeben werden. Du könntest, warte mal, ich versuche das mal eben, ja? Obwohl, jetzt kommen sie ja gerade. Ja, jetzt sind die ja eh schon. Kein Flux. Was passiert, wenn du etwas kopierst, was noch nicht gebaut wurde? Oder geht es überhaupt? Doch, warte, du kannst ja ab. Warte mal, so. Das war knapp, du. Was wirst du ein toter Mann? So, fertig. Du kannst ja abbauen und dann hast du unten ja auch noch so ein Undo. So ein Pfeil. Und dann kannst du den letzten Befehl wieder rückgängig machen. Und damit wird es dann wieder neu ausgeschrieben. Seid ihr auch so hyped auf das Add-on? Ich auf jeden Fall, Alter. Endlich ins Weltall in Factorio, Digga. Richtig, richtig geil. Auf verschiedenen Planeten. Ich habe auch vor, dass wir wieder mit einer großen Runde und bis dahin, was ja irgendwann nächstes Jahr kommen sollte, glaube ich, wird der Sönke auch endlich mal PC haben. Hoffentlich. Und keine Kartoffelkiste. Und dann können wir, werden wir auf jeden Fall, also ich würde das mal vorsichtig ankündigen, dann machen wir nochmal eine Session mit dem neuen DLC, sobald Space Exploration raus ist. Oder nicht Space Age. Space Age heißt es. Ice Age. Ultra hyped. Finde ich gut, ne? Aber krasser als ins Weltall zu fliegen, finde ich ja die Gleise. Dass es mehr Optionen gibt, mega geil. Ja, das fand ich, dass du oberirdische Gleise verbauen kannst, ist ein fucking Gamechanger. Da habe ich so hart Bock drauf. Gab's dann noch irgendwas, was noch gezeigt wurde? Ja, diese die Raritäten an Items. Das ist auch sehr interessant. Ich gehe mal Pupu machen. Ich komme nicht wieder. Du meinst, du gehst hart scheißen oder was? Ist einfach schon weg. Naja. So, aber die Qualitätssachen auf den Items ist ja sowieso nur eine Late-Game-Sache, oder? Ja, hauptsächlich dann, ne? Wenn du halt wirklich weit weggehen möchtest, dann macht das dann richtig Sinn. So. Haben wir grüne Splitter? Braucht grüne Splitter? Nee, haben nix. Stellen Effizienz. Was brauchen die denn? Was fehlt? Blaue Splitter fehlen.
Was fehlt bei denen? Wie teuer sind die blauen? Schmiermittel. Wir haben kein Schmiermittel? Hä? Ah. Okay, ich muss eh in die Base. Zurück. Achso, Schweröl, okay. Leichtöl zu Flüssiggas spalten. Okay. Also wenn man wirklich kein Leichtöl haben will und mehr Flüssiggas, kann man das auch noch umwandeln. Machen wir auch. Hm. Habe ich ja auch schon in Auftrag gegeben. Ich gucke mir das nur nochmal an. Weil ich habe damit noch gar nicht gearbeitet. 50 mal Dampf. Kohleverflüssigung. Ist das nicht, ist das für Stahl? Oder was ist das hier? Stahl? Nee. Kohleverflüssigung ist einfach, dass du quasi aus Kohle da Öl machst. Oh, auch. Ah, oh, das sieht interessant aus. Da machst du ja 90 Schweröl, 20 Leichtöl und dann 10 Flüssiggas. Das ist ja eigentlich noch geiler als normales Öl, weil du damit ja erstmal eine Überproduktion an Schweröl hast und das dann einfach nur runterbrechen weiter kannst. Das ist ja eigentlich geiler als das normale, weil da hast du immer viel mehr von dem ganz Kleinen, was du ja schwer los wirst, als über Kohle. Und Kohle brauchst du eigentlich fast nie. Also können wir auch Kohle anschließen und damit... Genau, eigentlich könnten wir auch, eigentlich könnten wir sonst auch richtig, richtig viel Öl, Kohle abbauen. Haben wir eigentlich gut, dass ich das durchgeguckt habe. Hey. Wir haben ganz unten eine Kohleader. Kohle 2. Kohle scheint auch sehr wenig zu haben. Da oben ist noch so ein bisschen. In unserem Gebiet hier ist... Da ist 87 Kohle. Wir haben 2 angeschlossen. Daraus Öl zu machen ist lustig, ey. Ja. Also du brauchst halt dafür auch noch Dampf. Und Dampf kriegst du, wenn du... Durch Wasser, ne? Ja, so ein Heizkessel. Und den kann man mit Strom befeuern wahrscheinlich, oder? Nee, mit Brennstoff. Mit Brennstoff und das wird dann, also mit irgendwas, was brennt. Hm. Mit Kohle oder so. Und damit machst du dann Dampf. Könntest aber auch mit einem Kernreaktor, weil es da einen Wärmetauscher gibt, der macht quasi aus Wärmeenergie dann Wasser. So, wollen wir das schon mal angucken, ey. Ja, Brennstoff mit etwas, was brennt. Genius. Ja, das ist das, genau, Basti, das ist einfach auch so. Brennstoff ist Brennstoff, weil Brennstoff etwas ist, was etwas brennt. Der große Vorteil ist, dass man keine Ölfelder mehr braucht, sondern stattdessen nur Kohle. Ja, definitiv. Und wir haben ja zum Beispiel... Das ist echt geil, Mann. Wir haben ja auch nirgends noch Öl, ne? Also das einzige Öl, was wir haben, ist bei Öl 2. Ich meine, da haben wir noch 22.000 Öl übrig. Also wenn wir mal zu wenig haben, dann hauen wir da noch ein paar Speed-Modules rein, dann haben wir auch wieder Öl an Mast. Das ist so viel fucking Öl und das ist bis jetzt noch nicht wirklich runtergegangen, dass wir das noch ewig lang haben. Aber falls das leer gehen sollte, dann könnten wir mit Kohle das machen. Falls dir das Öl weggeht, ne? Backwaren sind Backwaren, weil sie im Backofen waren. Das kannst du auch mit Teig sagen. Teigwaren sind Teigwaren, weil sie mal Teig waren. War cool. Wenn noch irgendwo mehr Kohle als Option. Ich habe halt gerade geguckt wegen Blue. Da unten. Chips. Da ist Kohle. Da ist Kohle. Weil diese Blue Circles, ey, das ist echt so eine Sache. Ja, Blue Circles brauchen wir halt mehr grüne Circles. Das ist eher das Problem.
kriegen. Wie ist denn das jetzt hier mit den Ölsachen? Der Öl haben wir wieder. Haben wir wieder auch Schmiermittel? Nö. Nicht so wirklich. Ja, die ganze Ölgeschichte muss ich auf jeden Fall beim nächsten Mal angehen. Das ist ja alles schon upgegradet, ey, fuck. Dann musst du halt das Ding nochmal bauen. Ja. Und mehr Kupfer machen, ne? Du kannst halt nicht immer wieder dasselbe Bestehende noch höher machen, irgendwann besser einfach nochmal dasselbe bauen. Dafür bräuchte man dann Schaltungen. Ja? Für Öl bräuchte ich dann Schaltungen oder machst du was anderes? Aber das werde ich dann mal machen. Da kam unerwartet. Gesundheit. Ja, ich mache erstmal das Eisen da unten zu Ende. Bis das funktioniert. Da brauchte ich. Da brauche ich halt Splitter für. Mann, ey. Haben wir die hier dann Platz? Ist das ein Problem da unten? Eigentlich nicht, oder? Ich kann doch einfach. Ja, ich nehme einfach jetzt die scheiß Roten. Da habe ich ja auch welche. Ein paar. So. Los geht's. Jetzt hier nennen wir Iron Loading 4. Kann ich auch schon mal einen neuen Zug bauen. Wie sind die anderen immer so farbig? Ja, da, da. Den auch. Zack. Der blaue, okay, das ist schon. Ja, loading. Oh, scheiße. Ah, fahr zurück. Fahr zu. Oh, scheiße. Ah, kacke. Danke, Bassi. So. Kupfer kommt daher. Aber das wird auch schon ordentlich beansprucht. Müssen wir noch ein bisschen mehr Kupfer anschließen? Also ja. Noch eine. Ja, wir haben mittlerweile auch Kupfermangel. Da. Das ist. Da sind sehr viele Lücken mittlerweile. Ich wollte gerade anfangen, Green Circles zu erweitern, aber ich glaube, das lasse ich erstmal. Wir müssten eigentlich mal das unten anschließen. Ja. Aber ja. Kann ich ja schon mal. Gott, das ist ja langsam. Oh nee. 30 können die machen und normale können 90. Ja, well. Okay, das lasse ich. Dann machen wir das doch so. Die brauchen wir dann nicht, weil die restlichen dann zur anderen Seite gehen. Ich habe einfach keine Splitter und das macht mir echt gerade ein bisschen Probleme. Ah. Scheiße, dass jetzt hier so welche sind. Ja, besser als nichts, wa? Eieiei.
Das dauert ewig. Habe ich den Panzer dabei? Ja, Gott sei Dank, okay. Ich wüsste nämlich nicht mehr, wo der ist. Ich mach's immer noch weg. Einer. Ja, keine Ahnung, wo er ist. Ja, kacken. Hat er gesagt. Das ist schon krass. Auch mal wieder. Ein langer Schiss. Und go. So. Loading 4 ist unterwegs, also Iron 4 ist angeschlossen. So, zack, zack. Mein Gott, ey, ich habe auch gerade was bei Kleinanzeigen drin, ne? Und das ist was jetzt. Was verkaufst du? Einen alten Fernseher. Okay. Und der ist jetzt seit, ja, 10 Tagen ungefähr schon drin. Und jetzt habe ich direkt zweimal hintereinander Anfragen gekriegt mit: Ist der noch zu haben? Hallo? Noch da? So, Sind die Leute eingestellt? Sind die Leute irgendwie dumm? Also die Anzeige ist doch noch da. Hallo? Noch da? Kein Fragezeichen. Perfekt. Leute, die ja, das Sprache. Ist eine Feststellung, Cedric. Das war kein Fragezeichen, also keine Frage. Hallo? Das war nur eine Feststellung. Hallo? Hallo? Noch da? Noch da. Das ist richtig. Schreib einfach zurück, das ist richtig. Einfach gesagt, ja. Also so kurz wie geht. Ich bin Splitter. Gibt es sonst auch ein paar Splitter von den Hörern? Was kann ich davon herausnehmen? Aha. Guck mal, dann mache ich das. Solange ich davon keine habe, mache ich jetzt einfach rote Splitter. So. Uran, glaube ich, können wir erst machen, wenn die mal da oben komplett fertig ist. So, endlich mal. Zweite Batterie. Haben wir gerade Eisenmangel auf dem Belt? Nö. Haut also noch hin, aber Kupfer ist halt ein Problem. Und Kupfer kriegen wir halt auch an Ors nicht genügend rein. Dann gucke ich mir mal an, wie das hier aussieht. Ist die Produktion in Ordnung? Surprise. Boah, ich hab mich voll überrascht. Ah! Scheiße, das hab ich mich vor euch erschrocken. Verdammt. Kacke. So war's nicht. Jumpscare, Alter. So Wasser kommt hier nicht an. Und das kommt hier nicht an. Ja. Das sind eigentlich unsere Science Labs. Slabs. Ach, da unten. Ja. Da habe ich mich auch schon irgendwie seit 20 Stunden nicht mehr drum gekümmert. Was ist eigentlich mit der Science? Da haben wir irgendwie Mangel? Oh ja, einen roten. Lol. Wie weit sind wir denn jetzt mit dem Forschungs-Tree fertig? Wir haben alle Science-Packs, bis auf die weißen. Die fehlen uns noch. Und die kommen dann erst mit Raketen. Das ist also quasi das Endgame. Check. 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 Ja, jetzt werden genug rot. Ist eigentlich nicht so geil. Das ist nicht so gut, meinst du? So, wenn ich hier... Nee, dann würden die ja auch nicht da oben hinkommen.
Ja, die Science Labs, die stocken halt immer. Weil die Greifarmen ja immer einen essentiellen Pack rausnehmen und den anderen reinpacken. Das heißt, die blinken die ganze Zeit. Das ist eigentlich scheiße. Ich mach das jetzt anders. Machen wir raus. Da jetzt einen davon. Dann da reingefüllt, dann da reingefüllt. Das heißt, dann alles. So machen. Wenn man das macht, müsste das doch gehen. Und wenn wir zwei bekommen. Jetzt hier raus. Hier schön. So, jetzt kann ich den hier rausnehmen. Ah, oh, und schon arbeiten die alle gleichzeitig. Wenn nicht gerade was fehlt. Eigentlich geiler. Ja, wenn alles genügend da ist, dann arbeiten die nicht. Oh ja, und der arbeitet gar nicht. Ja, so passt das. Ja, da muss ich noch mal ein bisschen so machen. Alles scheiße hier. Das ist doch alles eh kacke. Das ist doch super kacke. Geh weg damit. Warum machen wir das überhaupt so? Das ist doch voll dumm. Überhaupt aus den Anforderungskisten auf Bänder und danach mit Greifarm wieder in die Labore. Ist ja voll dumm. Kann man einfach direkt das da reinpacken. Es wurde so gebaut, Madame. Das ist ein Relikt aus der antiken Zeit. So, dann gehen wir eben. Ein bisschen versetzt.
So, jetzt haben wir hier. 150. Ah. Ja, das müsste eigentlich gehen. Dann machen wir hier. Und rote. Da. Grüne. Schwarze. Diese ganzen Level 1er Laser-Turrets, geht mal bitte weg, Alter. Ich mal, verpisst euch mal, ihr habt dir nichts mehr zu sagen. Ja, ich baue die mal alle weg hier. Da gelbe. Und dann da kommt weiße. So. Das haben wir uns halt ewig nicht angeguckt, die ganzen Sachen hier. Aber muss man halt irgendwann auch mal tun. So, die können da hinten existieren, danke. Und dann einfach ein bisschen mehr Zweier fertig. Wollte ich sowieso eigentlich vorbei. Ja, jetzt sind sie wieder. Jetzt sind sie wieder on track. Boah, mein Gott. Schön, wenn das doch mal wieder an der Basis mal wieder was besser wird, wa? Forschung. Warte mal, du bist wieder da, ne? Ja. Wie läuft's denn so? Das weiß keiner. Alter, du hast aber auch eine Riesenproduktion jetzt gebaut, ne? Holy shit, ey. Ja, du hast auch auf Rot umgestiegen mit den Splittern, ne? Weil du keinen Grün hast. Ja, ich habe keine Grün mehr. Ja, das hatte ich auch das Problem. Also das ist erstmal nur für deine hässlichen hier Stahlbeton-Kacke. Danach kommt einfach nur normaler Beton. Also ungefähr nochmal das Doppelte bloß für Beton und danach unten erstmal. Aber du hast doch da unten schon Beton. Also wie, ja, aber das geht ja nach oben. Ja, aber da mach doch einen Splitter rein und pack ein bisschen was in die Kiste so. Ja. Das reicht für mich völlig aus. Das ist nur für, wenn wir mal Kernreaktoren bauen müssen oder wenn wir halt mal diese Zentrifugen bauen müssen. Davon müssen wir nur immer was da haben, aber jetzt nicht konstant ewig viel. Deswegen reicht, wenn du das einfach abgreifst. So am Ende von den Dingern hier. Vielleicht da oben. Am Ende einfach so eine Kiste hinsetzen und so wird nichts beeinträchtigt, sondern nur, wenn was übrig ist, dann wird das noch in die Kiste gelagert. Dann hast du gleich zwei Fliegen. Die um mich rumschwirren. Oh, ist das schön, ey. Die ganzen Labs arbeiten alle gleichzeitig und sind nicht die ganze Zeit am Flackern. So. Wundervoll. So. Schön. Wo ist das kaputt? Oh shit, da oben. Die Mauer stürzt ein. Ach, da unten habe ich ja mein Personal Train. Und ich wollte noch zum Kupfer. Der Raketen, ja. Und der hat Kohle? Hat er noch Kohle geladen? Als Treibstoff. Ach, fuck. Das kann ich nicht machen, also. Ist noch irgendwo was buggt an den Solardingern? Buggt.
Nein, so weit muss ich gar nicht. Das Geräusch. Ah. Ja, satisfying, Mensch, oder? Das ist witzig, ne? Das ist so satisfying. Digga. Kriegst du die ganze Zeit Benachrichtigung oder was ist das für ein Zaun? Ich hab Nachrichten bekommen, ja. Ah, ja. Ja. Du. So, ich... Oh mein Gott, ich muss südlicher, ich Opfer. So, wenn die Stress machen, dann setze ich denen einen Laser Turret 3 vor die Nase. Dann sollen sie mal kommen. Da kommt ihr. Na los, wo wartet ihr jetzt? Los. Ja, dachte ich mir. Ja, die pflanzen sich hier richtig an die Mauer ran, ne? Und was mit den Bases direkt dran. So. Ab zum Kupfer. Du machst jetzt eine provisorische Mauer. Okay. Ja. Ja. Ey, das ist so einfach gebaut. Also, das ist so. Ja, verstehe. Ist nicht gerade effizient, aber ich habe auch echt keinen Bock, da unten jetzt noch weiter lila zu clearen. Nee, Digga. Verstehe ich. Das ist mein Panzer. Ja, dann mache ich eine Zugverbindung hier rüber. Oder? Nee, ich muss das schon upgraden. Das muss ich schon machen. Scheiße, die Eisenstangen kommen nicht. Die Eisenstangen kommen. So. Hacke. Wir haben doch hier einen Chat, der so ein bisschen technisch ist. Also sagt mal, Chat, gibt's irgendeine Möglichkeit, automatisch Blueprints anzuwenden? Und im genauen Beispiel hätte ich jetzt zum Beispiel eine Mechanik, die automatisch, sobald ein Miner nichts mehr darunter hat, das heißt, der hat ja keine Ressourcen mehr, dass er automatisch mit dem Abbautool einen Abrissbefehl bekommt. Also dass das Ding dann abgebaut werden soll. Geht das? Und wenn ja, wie kompliziert ist das? Wahrscheinlich arbeiten diese Dinger mit Status. Die hatten ja, glaube ich, 4 Status-Dinger, ne? Einmal quasi grün die laufen, gelb die pausieren. Mhm. Rot, ja, da aber kommt nichts. Und einmal dieses rote Kreis, da ist nichts mehr. Ja, aber das ist ja Mod. Das ist ja eine Mod, dieser Punkt. Das ist ja mit irgendwie... Keine Ahnung, wie das Ding nochmal heißt. Da gibt es einen Mod, sagen sie. Was Jay sagt, ja. Genau, dafür gibt's dann Mod Auto Deconstruct. Okay. Okay. Aber so Vanilla geht das nicht. Weil es gibt doch, also ich habe schon Videos gesehen dazu, dass irgendwie so eine selbstbauende Fabrik, die sich mit einer Logik immer wieder ein neues Blueprint irgendwo hinsetzt. Das müsste, also wenn irgendwo eine Logik ist, die automatisch Blueprints hinsetzt, müsste es auch möglich sein, automatisch einen Blueprint hinzusetzen, was aber ein Abrissplan ist, was als Filter hat, nur Mining Drills abzubauen. Ist nur die Frage, ob das halt, ne, welche Mining Drills abgebaut werden soll. Die nutzen da auch eine Mod für. Ja, okay, gut, alles klar. Ich hätte gedacht, dass das Vanilla ist. Aber dann, okay. Hab eure Videos aber noch nie richtig angeguckt. Nur so. Sporadisch mal. Ist eine andere Mod, okay, will. Ja, wenn das alles Mods sind, dann. Machen wir das jetzt mal nicht. Ist auch nicht so wichtig. Die sind schon alle? Alter, wie viele Modules? Das waren 300 Modules oder so. Die sind schon alle weg. Ich brauche mehr Speed-Modules. Haben wir dafür eine gute Produktion? Ich hoffe. Nein. Also.
Wahrscheinlich keine gute. Oben rechts irgendwo. Sehr klein. Ja, da. Wahrscheinlich ist das Limit dort auch super niedrig. Okay, okay. Jetzt wird zu wenig Flüssiggas hergestellt. Jetzt haben wir dadurch wieder keine Plastik. Ich muss mich eigentlich an das Öl machen. Aber die mal will ja auch gleich weg. Muss ich also, glaube ich, auch fürs nächste Mal wirklich aufheben. Schande. 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 Bom, 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 bom. Schande. So. Also, was brauchst du mehr? Beton oder Stahlbeton? Stahlbeton. Weil das ist das Zeug, was wir auf dem Boden, auf den Boden legen wollen. Beton ist nur für ein paar Rezepte, so, wenn wir mal was brauchen. Okay. Also das, was du hier da jetzt hast, einfach in Anforderungs-, passive Anbieterkisten und dann gehen. Das ist der einzige Sinn und Zweck, dass wir halt den Boden so auskleistern können, damit wir schneller rumgehen. So, weiter geht's mit Wand setzen, eine Wand ausgestützen. Wenn wir davon jetzt viel haben, dann kann ich ja mal, haben wir denn mal eine Fläche für den Blueprint? Bitte setzt mir... Das ist eigentlich nirgendwo, wa? Oh Gott. Ja, wie ist denn hier mit... Hier sind noch Landfills drin, ja, das ist... Dann mache ich das so. So. Ah ja. Ja, perfekt. So, wir wollen hier alles mal... Ja, dann bin ich hier, glaube ich, erstmal durch. Also mit diesem Haufen hier. Ja, also dann ist soweit fertig. Also für den Hauptteil, weil ich glaube, da fehlt noch, was wir in der Base produzieren, oder? Also ich hab das ein bisschen kurz gefixt, indem ich einfach so eine Anforderungskiste mit einfach Stein gemacht habe, damit die Science wieder läuft. Aber irgendwo... Ach ja, kannst du noch... Ja doch, du hast eine Anbieterkiste für Ziegelsteine auch gemacht, oder? Ja. Also für Beton und auch für Ziegelsteine? Ja, hier neben mir ist das. Ah ja, sehr gut. Wie viele Filter-Slots hast du da drin? Was, Filter gar keine bei Ziegelsteine? Ja, dann mach mal so auf 5 Slots begrenzt. Nicht, dass das Ding komplett voll ist. Aber hier oben lasse ich die alle offen. Ja, da oben kannst du auch auflassen. Da brauchen wir richtig viel. Oder mach noch einmal die daneben. Oder braucht man... Ja, eben kurz hier. Boom, boom, so. Ja, ich nehme den Patzer mit, Alter. Ich will den nicht verlieren, irgendwie. Also ich habe die ganze Base gerade nochmal ausgekleistert mit Beton. Deswegen sehr gut. Jetzt noch mal so viele über alles drüber gekippt. Ja, hier fliegen auch 1000 Viecher gerade rum. Ja. Wann kommt der nächste Zug? Was fehlt denn jetzt? Je mehr in den Kisten ist, desto mehr werden noch hingestellt. Metallstäbe fehlen denen. Ja, und an der Stelle müssen wir auf jeden Fall noch mal ein paar mehr Roboports platzieren, weil das sonst komplett Kapazität sprengt. So. Sonst werden die überhaupt nicht mehr geladen. Iron Loading. So, wo ist der verantwortliche Zug hier? Da ist der Zug. Let's go.